Hi. Hi, ich bin Link. Und dieser Typ hier, der regt mich auf. Ich mach den fertig. Okay, nee. Herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Breath of the Wild Part 4. Und heute holen wir uns ein... was? Ich weiß noch nicht, was ich holen soll. Einmal Ausdauer oder einmal ein Herz? Ja, ich weiß es nicht. Du hast ja so gestanden. Hier ist das Ze hier Zeichen der Bewährung. Ich will dir neue Kraft gewähren. Du hast viermal Zeichen der Bewährung. Was willst du? Ein Herz oder einmal Ausdauer? Als erstes hole ich mir einmal einen Herzcontainer. Danach Ausdauer. Und zwar, manche versuchen es ja außen ganz schwierig zu machen, aber hier ist eine Leiter. Einmal speichern. Seid ihr bereit? Jetzt geht's los. Du hast mich gefunden. Nun denn, ich sollte dir wohl endlich meine wahre Gestalt enthüllen. Mein Name ist Roam Bosphoramus Hyrule. Früher gab es hier ein Reich namens Hyrule. Ich war sein letzter König. Vor 100 Jahren ging das Reich unter. Die große Verheerung verschlang es. Nun, das weißt du schon. Und ich? In der Katastrophe kam ich ums Leben. Und nun geistere ich als verlorene Seele in der Welt herum. Nachdem du deine Erinnerungen verloren hattest, wollte ich dir nicht zu viel auf einmal zumuten. Und deshalb nahm ich die Gestalt des harmlosen Landstreichers an. Vergib mir. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah. Die Verheerung Ganon. Sie ist die Wiedergeburt eines Dämonenkönigs, der vor ungezählten Jahren in diesem Land geboren wurde. Eine Manifestation seines Zorns.
Über die Zeitalter wurde Ganon zum Stoff von Märchen und Legenden. Doch eines Tages sprach ein königlicher Weissager eine Prophezeiung aus. Die Erde, auf der wir wandeln, trägt Zeugnis von der Wiederkehr der Verheerung Ganon. Doch sie birgt ebenfalls einen Weg, ihr zu widerstehen. Infolge dieser Prophezeiung begannen wir mit Ausgrabungen. Und tatsächlich entdeckten wir zahlreiche Relikte, die vor Urzeiten von unseren Vorfahren erschaffen worden waren. Vier Titanen, gigantische Maschinen in Form von Tieren, die von einem Piloten gesteuert werden konnten. Und die Wächter, die wie von Geisterhand bewegt, selbsttätig gegen Feinde kämpfen sollten. Sie entsprachen auf erstaunliche Weise den Legenden, die in unserem Reich überdauert hatten. Die Prinzessin, welche die Kraft besitzt, das Böse zu versiegeln, der vom heiligen Bannschwert auserwählte Held, in uralten Zeiten bekämpften sie zusammen mit den Relikten den ursprünglichen Ganon. Auch vor 100 Jahren gab es eine Prinzessin und einen talentierten Ritter. Wir beschlossen, uns nach dem Plan unserer Vorfahren zu richten. Aus den Völkern Hyrules wurden vier vortreffliche Krieger ausgewählt, welche die Titanen steuern sollten. Wir nannten sie Recken und die Prinzessin führte sie an. Der Prinzessin und den fünf Recken sollte es im Handumdrehen gelingen, die Verheerung zu versiegeln, so glaubten wir. Doch Ganon war listiger, als wir angenommen hatten. Sein Vorgehen übertraf unsere schlimmsten Vorstellungen. Schloss Hyrule ans Tageslicht und riss sofort die Gewalt über die Wächter und die Titanen an sich. Alle im Schloss und die vier Recken in den Titanen rissen an jenem Tag ihr Leben. Der Held erlitt bei der Verteidigung der Prinzessin lebensgefährliche Verletzungen. So wurde Hyrule, unser schönes Reich, an nur einem Tag von der Verheerung Ganon zerstört. Doch die Prinzessin hatte überlebt. Ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Der Name der Prinzessin ist Zelda. Sie ist meine Tochter. Und der Ritter, der sie bis zuletzt beschützte, das warst du, du selbst, Link. An jenem Tag hing dein Leben am seidenen Faden. Doch dann wurdest du zum Schrein auf diesem Plateau gebracht. Nach 100 langen Jahren bist du endlich zu uns zurückgekehrt. Seit du erwacht bist, hast du einige Male eine Stimme vernommen, die dir den Weg weisen will. Das ist sie, Zelda, die bis zum heutigen Tag in Schloss Hyrule Ganons Macht im Zaum hält. Aber Zeldas Kraft neigt sich dem Ende zu. Wenn sie versiegt, kehrt Ganon zurück und dieses Land ist endgültig dem Untergang geweiht. Link, ich konnte mein Reich nicht beschützen. Somit habe ich kein Recht, irgendetwas von dir zu fordern. Und doch habe ich eine Bitte. Besiege Ganon und rette sie. Rette mein Volk und meine Tochter Zelda. Die vier Titanen sind jedoch noch immer in Ganons Gewalt. Und rund um Schloss Hyrule wimmelt es nur so von Wächtern. Es wäre wohl nicht besonders klug, sich ohne weitere Vorbereitungen zum Schloss zu wagen. Du solltest
Zuerst einem Dorf im Osten von hier einen Besuch abstatten. Ich zeig es dir. Kakariko heißt es. Dort wohnt eine Waise namens Impa. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Wo Kakariko liegt, ist auf der Karte deines Shika-Steins eingezeichnet. Gehe zuerst zu den Zwillingsbergen und dahinter nach Norden. Der Weg dort führt dich bis zum Dorf. Okay, jetzt kann ich nämlich tun und lassen, was ich will. Das ist rein Open World. Und wahrscheinlich werdet ihr euch jetzt wundern. Für ein Open-World-Spiel ist es doch eigentlich besser an Ausdauer, damit ich schneller rennen kann. Wichtiger. Aber ich hole mir am Anfang lieber ein Herz mehr, dann habe ich 4. Dann kann ich mehr aushalten und danach kann ich dann Ausdauer machen und ja. Zumindest ist das meine Meinung, dass das erste erstmal ein Leben ist, besser ist und danach dann Ausdauer. Nicht? Okay. Und zwar benutze ich das Schwert als Markierung für einen Dungeon oder einen Turm. Ich habe mir das so angewöhnt.
Diese Kiste hier zum Beispiel habe ich bei meinem ersten Durchlauf gar nicht gesehen. Das kann noch ein bisschen dauern. Und ich glaube sogar, ich habe einen Fehler entdeckt. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, an welcher Stelle es war, aber da war, glaube ich, ein Fehler in der Übersetzung. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich habe, glaube ich, einen Fehler entdeckt, aber ich... Das war da relativ am Anfang. Ich muss nochmal kurz gleich gucken, wo das war. Ja. Es ist eigentlich jetzt gerade ein bisschen langweilig, das Ganze markieren, aber... Fürs Suchen später ist es richtig vorteilhaft. Warte mal, habe ich die Markierung nicht schon? Ja doch, die habe ich schon. Die habe ich noch nicht. Da. Gut, und jetzt gehen wir nämlich in die Richtung. Och nö, nee, gleich zu Anfang schon so einer. Ach du Scheiße. Ja, genau.
Ich hasse die Dinger. Ich weiß nicht mal, wie ich die besiegen soll. Dun, 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 dun. Jetzt verschwindet er wieder. Ah, da hatte ich nochmal Glück. Krok. Den habe ich zum Beispiel hier auch nicht. In meinem Spielstand. Habe ich den? Habe ich den da hinten schon? Nee, ich glaube nicht, oder? Doch, ich habe den. Oh, da ist einer. Lol. Also, ich glaube sogar, ich habe den auch im normalen Spiel schon mir geholt, aber ich habe gerade gar nicht mehr dran gedacht. Da zum Beispiel ist auch einer, aber erstmal zu treffen ist auch nicht so leicht. Siehst du? Nein, nein, nein! Warum? Genau deswegen, ja, finde ich den doch so mies. Das ist... Man muss bis zum äußersten Rand gehen, aber... Ganz knapp vorbei. Ach, ey, das ist doch nicht wahr. Wieder zu kurz. Oh, Mensch. Nein, warum springst du denn, Link? Oh, Link. Es ist ein Schmiss ein. Oh Mann! Oh, ey, das ist echt ein richtiger Abfuck.
Oh nö, jetzt schon wieder da. Das hier finde ich so richtig abfuck. Also den Anfang meine ich ja noch nicht mal. Ich meine den Schluss. Ich meine... Was zum Fick? Und jetzt kommt nämlich die schwierigste Stelle. Wie soll man bitte diese Kiste da rankommen? Man braucht nämlich ganz viel Schwung und Glück und... Oh mein Gott, ich hab's im First Try geschafft. Oh mein Gott. Ich hab's im First Try geschafft. Wow. Hab ich auch noch nie hinbekommen. Lol. Also, Lauf und Erleben, wenn der Kombi-Mod angeht, würde ich sagen. Lauf und Erleben, wenn der Kombi-Mod an... Wenn der Daniel-Mod angeht. Lauf und Erleben, wenn der Daniel-Mod angeht. Ja, easy. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's einfach geschafft. Einfach, ich hab's einfach so gemacht. Einfach so. Ja. Gleich kommt nämlich eine lustige Stelle. Und zwar, sobald man in der Nähe von dem Typen da ist. Tja. Also irgendwie sehe ich keinen Sinn mehr in meinem Leben. Es tut mir leid. Ich gehe da mal. Denk lieber nochmal nach. Ich will doch gar nicht springen. Tja, der denkt sich auch nur so, okay. Tja, der hat nämlich Angst, dass wir... Da komme ich doch gar nicht hoch. Ich würde, weil, falls ihr es noch nicht wisst, wenn man eine Sternschnuppe sieht... Und dort, wo sie einschlägt, da hat man nämlich Riesenglück. Denn da sind... das ist... Thank you.
Und das hier ist das crazyhafteste. Und ich guck gerade auf die Uhr. Es ist wieder ein Part vorbei.